Was bekommen wir für den 3. November? 3. November. Aha, wir haben die 4 der Stäbe. Das ist eine Glückskarte, ja, weil sie ein bisschen wie 1111, ja, die Stäbe, wie sie da hinten stehen, die gleichen ein bisschen der 1111, ja. Die 1111 ist ja eine Synchronizitätskarte, also eine Synchronizitätszahl. Und wir haben hier das Feiern mit Freunden. Das heißt, es werden Feste gefeiert, Hochzeiten, Verlobungen, Babyshowers, ja, alle möglichen Feste, Geburtstage. Und man kommt zusammen mit seinen Lieben, man kommt zusammen mit Freunden, man hat Grund zu feiern. Es kann manchmal auch sein, dass das betrifft, dass ein Erfolg in der Firma gefeiert wird, ja, ein gemeinsamer Teamerfolg. Ich wünsche euch einen schönen Tag in diesem Sinne und bis bald. Tschüss.